Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um eine der besten Wochen im ganzen Jahr. In diesem Video geht es nämlich um die Frankfurter Buchmesse 2019. Diese Buchmesse ist meine vierte Buchmesse und meine dritte Frankfurter Buchmesse. Und ich freue mich einfach so, weil ich habe ein paar Termine, auf die ich mich einfach so dermaßen freue. Und ich habe mir so gedacht, ich mache so ein Video, wo ich euch meine Tipps weitergebe für die Buchmesse. Und nach den Tipps stelle ich euch auch noch kurz die Veranstaltungen vor, die ich gerne besuchen möchte. Und ich freue mich einfach so. Kommen wir zuerst einmal sozusagen zu meiner Checkliste, die ich selber habe. Für die Buchmesse. Punkt 1 ist eigentlich recht banal, aber Punkt 1 ist eigentlich auch der Punkt, an dem ich des Öfteren scheitere, und zwar vergesst das Ticket nicht. Das ist jetzt das vierte Mal Buchmesse. Zwei von den letzten drei Buchmessen hätte ich das Buchmesse-Ticket fast vergessen. Es wäre jetzt nicht so tragisch gewesen, weil man kann die Buchmesse-Tickets auch direkt dort kaufen, aber wieso zweimal Geld ausgeben, wenn man auch nur einmal Geld ausgeben kann? Deshalb vergesst das Ticket nicht. Und die Frankfurter Buchmesse ist aufgeteilt in die Pressetage und in die Privatbesuchertage. Das heißt, Mittwoch, Donnerstag, Freitag sind die Pressetage und Samstag, Sonntag sind dann die Tage, wo alle kommen können. Dieses Jahr ist die Frankfurter Buchmesse vom 16. Oktober bis zum 20. Oktober und ich werde vom Mittwoch bis Sonntag da sein. Das ist das erste Mal, wo ich so lange auf einer Messe bin. Sonst war ich bisher immer nur zwei Tage auf der Messe. Auch nach diesen zwei Tagen wollte ich am liebsten einfach nur eine ganze Woche durchschlafen. Deshalb bin ich jetzt sehr gespannt, wie es denn wird, wenn ich vier volle Tage auf der Buchmesse bin. Ich werde zwar am Mittwoch anreisen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich am Mittwoch nicht auf die Messe gehen werde. Aber am Donnerstag ist dann mein erster Messetag. Also ja, das wäre mein erster Punkt auf der Checkliste. Ticket nicht vergessen. Dann der zweite Punkt auf meiner Checkliste sind die Schuhe. Es ist sehr wichtig, dass ihr bequeme Schuhe anhabt. Dass ihr Schuhe anhabt, die schon eingelatscht sind. Dass ihr Schuhe habt, an die sich eure Füße schon gewöhnt haben. Auch wenn ihr erst gerade neue Schuhe gekauft habt und diese Schuhe unbedingt anziehen wollt, tut's nicht. Auf der Frankfurter Buchmesse interessiert sich niemand für eure Schuhe. Das Wichtigste an eurem Schuhwerk ist einfach, dass es bequem ist, weil auf der Frankfurter Buchmesse werdet ihr latschen und stehen und noch mehr latschen und noch mehr stehen. Da ist es nicht wirklich sehr förderlich, wenn ihr Schuhe anhabt, die ihr noch nie angehabt habt. Oder wenn ihr Schuhe mit Absätzen anhabt, die kann ich euch auch nicht empfehlen. Ich würde euch einfach empfehlen, zieht entweder Turnschuhe an oder Halbschuhe oder einfach Schuhe, in denen es euch bequem ist. Also Punkt Nummer 2 auf der Checkliste sind bequeme Schuhe. Dann Punkt Nummer 3 sind die Klamotten. Ich empfehle euch einen Zwiebellook, weil eben es ist Oktober, es ist schon recht kühl. Aber sobald ihr dann in die Hallen kommt, ihr wollt euch einfach nur noch ausziehen, weil es so dermaßen warm ist. Also ich empfehle euch einen Zwiebellook. Mein Zwiebellook besteht aus T-Shirt, Pulli und vielleicht noch einer Jacke. Also Punkt Nummer 3 auf der Checkliste ist der Zwiebellook. Dann der vierte Punkt ist die Tasche. Auf meiner allerersten Buchmesse hatte ich so eine Seitentasche an. Das heißt, das ganze Gewicht von der Tasche war auf einer Schulter. Und ich bin eine Person, ich nehme recht viele Dinge mit. Also ich schreibe mir immer ein paar Veranstaltungen raus, Signierstunden, Lesungen. Und dann nehme ich halt diese Bücher mit. Da habe ich schon mal Gewicht. Dann nehme ich noch zu trinken mit. Dann nehme ich noch Essen mit. Dann nehme ich noch anderen Kleinkram mit. Das heißt, es kommt ein Gewicht zusammen. Und ich kann euch so eine Seitentasche nicht wirklich empfehlen. Weil am Ende von diesem Tag wusste ich wirklich nicht mehr, wie ich diese Taschen tragen soll. Weil einfach alles wehgetan hat. Und dann bei den letzten beiden Buchmessen hatte ich einen Rucksack dabei. Meine Schultern sind trotzdem gestorben, aber der Schmerz war verteilt auf beide Schultern und nicht nur auf eine Schulter. Und geteiltes Leid ist bekanntlich halbes Leid, deshalb würde ich euch einen Rucksack empfehlen. Was ihr auf keinen Fall mitnehmen dürft, wehe ihr nehmt einen Koffer mit. Ich sag's euch, wehe ihr nehmt einen Koffer mit in die Halle. Ich verstehe nicht, was diese Leute sich dabei überlegen, wenn sie ihre riesen Koffer mit in die Halle
Hallen nehmen. Die Hallen sind schon überfüllt. Und dann kommen die mit ihren großen Koffern, fahren alles an, fahren über jeden vorhandenen Fuß. Es ist ja nicht so, als ob man die Koffer nicht abgeben könnte. Das heißt, an eurem Anreisetag, wenn ihr direkt aufs Messegelände gehen wollt, oder bei eurem Abreisetag, wenn ihr den Koffer nicht im Hotel lassen könnt, ihr könnt den Koffer beim Messegelände abgeben. Dort gibt es eine Garderobe, dort könnt ihr eure Jacken hintun, eure Koffer, eure Taschen, dort könnt ihr alles abgeben. Bitte nehmt eure Koffer nicht mit in die Hallen. Und was ich euch empfehlen kann, ist eben ein Rucksack und dann noch so Jutebeutel oder Stoffbeutel oder einfach solche Beutel, weil hier könnt ihr die Bücher reinmachen, die ihr gekauft habt. Hier könnt ihr die Bücher reinmachen, die ihr schon signiert habt. Hier könnt ihr einfach alles Mögliche reinmachen und die nehmen auch nicht viel Platz weg, weil die kann man so zusammenfalten. Das heißt, Punkt Nummer 4 auf unserer Checkliste ist, ein Rucksack mit verschiedenen Jutebeuteln ist empfehlenswert und wehe, ihr nehmt einen Koffer mit in die Hallen. Dann Punkt Nummer 5 auf meiner Checkliste ist ein Block und Stift. Man weiß nie, ob man auf der Messe irgendetwas schreiben muss. Entweder eine Veranstaltung, von der man vorher noch nichts gewusst hat, oder den Namen von einer neuen Autorin, von einer Neuerscheinung, von keine Ahnung was. Oder wenn man eine Autorin oder ein Autor außerhalb von einer Signierstunde trifft und dann hat man kein Buch dabei, aber dann hat man den Block dabei. Und ich habe auch so etwas dabei, das ist so ein Mäppchen, so ein Kartendingensbummens, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Das kann man in der Papeterie kaufen oder im Mano haben sie das auch oder im Faun oder einfach irgendwo kriegt ihr sicher solche Dinger. Das ist jetzt noch von der Leipziger Buchmesse gefüllt. Ich habe außen meine Tickets dabei gehabt für Samstag und Sonntag und dann innen drin habe ich alle Veranstaltungen, die ich mir rausgeschrieben habe, hingeschrieben und dann habe ich hier so ein Halsband, das heißt nicht Halsband, ihr wisst aber, was ich meine, oder? Dann habe ich so ein Ding um meinen Hals genommen, das rangetan und dann hatte ich meine Termine und meine Tickets immer dabei. Das heißt, Nummer 5 auf unserer Checkliste ist Blockstift und Post-its. Dann der nächste Punkt ist Essen und Trinken. Man kann auf der Buchmesse Essen kaufen, ich habe das bisher jetzt noch nie gemacht, weil ich nehme immer selber Essen mit. Aber ich habe schon gehört, dass die Preise recht teuer sind beim Essen und fast jedes Mal, wenn ich bei einem Essensstand vorbeigelaufen bin, war die Schlange auch recht lange. Deshalb kann ich euch empfehlen, nehmt Knabberzeugs mit. Also ich gehöre zu der Fraktion Menschen, ich plündere die ungesunde Abteilung im Lebensmittelgeschäft. Und zu trinken nehmt immer eine Wasserflasche mit. Und ihr könnt eure Wasserflaschen dann auf dem Messegelände auch wieder auffüllen. Das heißt, Nummer 6 auf unserer Checkliste sind Essen und genug Trinken mitnehmen. Dann Punkt Nummer 7 betrifft das Büchersignieren. Auf der Buchmesse gibt es ja auch Signierstunden. Ihr könnt eure eigenen Bücher mitnehmen und es ist eigentlich in den meisten Fällen egal, welches Buch von dieser Autorin, von diesem Autor ihr mitnehmt. Das heißt, Nummer 7 auf unserer Checkliste ist Bücher mitnehmen. Ihr könnt natürlich bei Signierstunden auch immer gleich am Verlagsstand die Bücher kaufen. Ihr müsst sie nicht mitnehmen. Dann Nummer 8 ist Planung. Macht euch im Voraus mal so einen groben Plan, wo ihr hin wollt, was ihr gerne sehen wollt, wann es ist. Falls ihr nicht wisst, wo das ist. Ihr könnt im Internet einfach mal Frankfurter Buchmesse 2019 Veranstaltungskalender eingeben und dann geht ihr auf den Veranstaltungskalender, dann tippt ihr auf Teilnehmer/Autor. Und dann könnt ihr dort einfach durchscrollen und scrollen und scrollen. Es sind ein paar Autoren dabei dieses Jahr. Dann könnt ihr dort einfach mal durchgehen und euch die Daten rausschreiben. Weil es ist auch wichtig, dass ihr euch bei der Buchmesse genug Zeit einplant, weil die Buchmesse ist groß. Und von Halle zu Halle braucht es schon so seine Zeit. Und ihr müsst auch Zeit zum Anstehen einplanen. Das heißt, bei Signierstunden würde ich euch empfehlen, dass ihr mal so anderthalb oder eine Stunde vorher beim Verlagsstand vorbeiguckt oder einfach beim Ort, wo die Signierstunde ist, vorbeiguckt, ob sich schon eine Schlange gebildet hat. Wenn sich eine Schlange gebildet hat, dann stellt euch hin, weil die Schlangen auf den Buchmessen haben nicht nur die Gewohnheit, dass sie recht lang sind, sondern auch, dass sie sehr schnell wachsen. Das heißt, 5 Minuten später könnte diese Schlange schon doppelt oder dreifach so lange sein. Das heißt, sobald sich eine Schlange gebildet hat, stellt euch einfach hin. Das heißt, plant genug Zeit ein, um an diesen Ort zu kommen und plant genug Zeit ein, um anzustehen. Dann Punkt Nummer 9 ist so, sprecht die Leute einfach an. Ich weiß, dass ich eigentlich die letzte Person bin, die das sagen sollte, weil ich bringe in 95% der Fällen auch nicht den Mut auf, um meine Person anzusprechen. Aber ich kann euch sagen, dass die Menschen auf der Buchmesse wirklich nur unglaublich freundlich und offen sind. Und wenn ihr eine Autorin oder einen Autor außerhalb von einer Signierstunde seht und die Autorin oder der Autor nicht gerade beschäftigt aussieht, geht und sprecht sie an, weil das ist wie so ein Sechser im Lotto, wenn ihr eine Autorin oder einen Autor einfach so seht. Geht und sprecht
diese Leute an. Dafür sind wir ja auch auf der Buchmesse, damit wir andere Bücherfreaks kennenlernen. Das heißt, Punkt Nummer 9, den ich mir auch noch verinnerlichen muss, habt ruhig den Mut und sprecht die Leute an, die ihr trefft. Das wären so meine Tipps und Informationen, die ich euch mitgeben wollte, was die Buchmesse angeht. Ich bin jetzt nicht ein Messeprofi, aber falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr sie gerne in den Kommentaren stellen. Ich versuche sie dann so gut es geht zu beantworten. Und jetzt stelle ich euch noch kurz die Termine vor, zu denen ich gerne gehen würde. Mein erster Messetag ist ja der Donnerstag und dort habe ich mir als allererstes von 12 Uhr bis 13 Uhr aufgeschrieben, dass Stellatag eine Signierstunde hat in Halle 3 Stand K2. Halle 3 ist übrigens meiner Meinung nach so die beste Halle, weil das sind die ganzen Jugendbücher. Und dann um 16 Uhr hat Tommy Fischer noch eine Lesung im Hugendubel und guckt auch immer noch mal zur Sicherheit, ob man nicht ein extra Ticket braucht für diese Lesung oder für diese Signierstunde. Weil letztes Jahr war es, glaube ich, bei Victoria Aveyard so, dass man beim Carlsen Verlag, glaube ich, am Tag vorher oder so, ein Ticket holen musste für die Signierstunde. Und dann wurden bei der Signierstunde nur die Bücher signiert von den Personen, die halt auch ein Ticket hatten. Also lest einfach die Beschreibung von der Veranstaltung durch und guckt, ob es irgendwie ein extra Ticket braucht oder so. Wäre ja schade, wenn ihr dann da seid und dann heißt es, man hätte vorher ein Ticket kaufen müssen oder einfach ein Ticket abholen müssen. Und das wäre der Donnerstag auch schon gewesen. Dann habe ich am Freitag von 9 Uhr bis 10 Uhr wieder Stellatag aufgeschrieben, weil ich nehme an, dass es so um 9 Uhr noch weniger Leute hat, die da anstehen, als um 12 Uhr. Weil die Messe macht ja erst um 9 Uhr auf. Deshalb werde ich sehr wahrscheinlich zu dieser Signierstunde gehen. 9 Uhr bis 10 Uhr, Stellatag, Halle 3, Stand K2. Und dann ist noch von 14 Uhr bis 15.30 Uhr im Hugendubel eine Lesung und Signierstunde von Neil Schusterman. Das wäre eben eine Veranstaltung gewesen, wo man hätte ein Ticket holen müssen. Und ich sage wäre, weil ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, um euch keinen Blödsinn zu erzählen. Und ich habe gesehen, dass diese Lesung und Signierstunde ausverkauft ist. Das heißt, man kann gar keine Tickets mehr holen. Neil Schusterman ist also beliebt. Und das wäre es für den Freitag gewesen. Und jetzt kommt der Samstag. Beim Samstag habe ich mir wieder viel zu viele Termine rausgeschrieben, aber ich schreibe mir lieber zu viele Termine raus. Der erste Termin, den ich mir hier rausgeschrieben habe, ist von 13 Uhr bis 14 Uhr. Die Signierstunde von Emily Bolt und Julia Dippel, Halle 3, Stand F103. Das ist so eine Signierstunde, wenn die Schlange richtig läuft. Dann kann man eigentlich die Bücher von beiden Autorinnen gleichzeitig signieren lassen. Ich habe Band 2 von Isara auf der Leipziger Buchmesse dieses Jahr signieren lassen, aber ich würde gerne die anderen Isara-Bücher auch noch signieren lassen. Und Kasadim erscheint ja und ich würde Kasadim auch gerne signieren lassen. Deshalb werde ich mich dort anstellen. Dann ist von 14.30 Uhr bis 16 Uhr eine Lesung und Signierstunde von Ava Reed in Halle 3, Stand K137. Da bin ich mir recht sicher, dass ich es nicht schaffen werde, weil von 16 Uhr bis 17 Uhr ist die Impress-Signierstunde. Und da ist zum Beispiel Jennifer Wolf dabei. Das ist die Autorin der Jahreszeitenreihe und ich liebe die Jahreszeitenreihe. Und deshalb würde ich sehr gerne dorthin gehen. Und das ist auf der Agora-Fläche. Das ist einfach die Außenfläche von der Messe. Und dann um 16.30 Uhr bis 17.15 Uhr. Ich weiß nicht, ob hier die Zeit falsch ist, weil das sind ja nur 45 Minuten. Und es steht, dass es eine Lesung und Signierstunde von Jennifer Benkow ist. Halle 3, Stand E85. Eigentlich rechnen sie immer schon eine Stunde für eine Signierstunde ein und jetzt wollen sie innerhalb von 45 Minuten eine Signierstunde und eine Lesung machen. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie die Zeit falsch hingeschrieben haben oder nicht. Ich werde auf jeden Fall einfach mal um 16.30 Uhr in Halle 3 sein. Und das wäre der Samstag gewesen und jetzt kommen wir zum Sonntag. Am Sonntag habe ich mir als allererstes aufgeschrieben, dass um 10.30 Uhr ein Meet and Greet vor Halle 3 Innenhof Ausgang Pieper Stand A87 ist. Wenn ich den Plan richtig im Kopf habe, weiß ich, wo das ist. Und wenn nicht, dann werde ich mich am Donnerstag einfach mal auf die Suche danach machen. Und bei diesem Meet and Greet sind dabei Stefanie Hatze, Lisa Grimm, Julia Dippel, Marie Grashoff, Tanja Wusen, Nina McKay, Jennifer Benkow und Nika Stevens. Und dann von 11 Uhr bis 12 Uhr ist wieder eine Signierstunde von Ava Reed, Halle 3, Stand F33. Dann von 13 Uhr bis 14 Uhr ist eine Signierstunde von Mary E. Pearson, Halle 3, Stand C85. Und dann mein geplanter letzter Termin für die Frankfurter Buchmesse 2019 ist von 15 Uhr bis 16 Uhr Kira Licht in Halle 3, Stand C85.
dich und ich freue mich so darauf. So, das wären sie, die Tipps, die ich für euch habe und die Veranstaltungen, die ich gerne besuchen möchte. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr dieses Jahr auf der Frankfurter Buchmesse seid. Und ich freue mich auch jedes Mal, wenn mich jemand anspricht und wenn wir dann miteinander reden können. Ihr dürft euch dann einfach nicht wundern, wenn ich dezent überfordert rüberkomme, weil es überfordert mich immer noch so ein bisschen, wenn mich Leute ansprechen. Auch wenn es in den Videos vielleicht nicht so rüberkommt, ich bin eigentlich, was so fremde Leute kennenlernen und ansprechen angeht, eine sehr schüchterne Person. Das heißt, wenn ihr mich ansprecht, werde ich sehr wahrscheinlich so ein bisschen ruhiger, ein bisschen schüchterner, ein bisschen überforderter sein. Einfach nicht wundern. Und ja, ich freue mich schon sehr auf die Frankfurter Buchmesse. Ich freue mich darauf, die ganzen Autorinnen zu treffen. Ich freue mich darauf, die ganzen Büchermenschen zu treffen. Und ich hoffe, wie jedes Mal, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!